haben schon die Helikopter. Hätte nie gedacht, dass sie versetzt. Auch gerne so ein Atemgerät. Warst du mit Konstantin unten in Syrien? Ein ganz schönes Chaos. Ziehen wir zusammen mit den anderen an? Konstantin hatte noch nicht erwartet, wir halten die Augen offen und drehen uns um. Er hat das ganze Grab über uns einstürzen lassen. Die macht ihm ganz schön zu schaffen. Apropos Croft, sie ist immer noch da draußen. Wollen die sie immer noch leben? Das war wieder dumm von mir. Das war bitte dumm von mir. Naja, ist ja gleich da vom Lager das Lager. Sieht so aus. Die Räumtruppen laden schon die Helikopter. Hätte nie gedacht, dass sie das. Warst du mit Konstantin unten in Syrien? Ja, war ein ganz schönes Chaos. Croft? Konstantin hatte nicht. Alle drei. Den anderen ab? Noch nicht. Wir halten die Augen offen und drehen unsere Runde. Was? Treten Sie die Wetterstation. Suchen Sie die Wetterstation. In irgendeinem Raum ist hier Jonah. Sterb. Ja, mittlerweile sollte auch jeder wissen, dass Anna das macht, weil sie hier selber krank ist. Kommt jetzt nicht jetzt schon Konstantin ums Leben? War knapp.
Spray. Cooles Bild. Diese Stelle war im Trailer von Rise of the Tomb Raider. Das weiß ich noch. Das war nämlich dann so Syrien, Sibirien, wow! Ich dachte schon, ich habe was verpasst zu klicken. Daneben gesprungen. Nein! Wow! Shit! Hm. Ich kann das. Jonah? Hallo! Jonah! Hallo! Gegenüber wirklich loyal. Ich bewundere sie. Wirklich. Jonah ist auch so richtig gefriendzoned von Lara. Sagen Sie mir, was Sie wissen. Jetzt. Tu es! Leon! Ich habe nur getan, was ich für richtig hielt. Oh, shit. Und auch wie hier wurde bei Shadow of the Tomb Raider damit gespielt, dass man dachte, Jonah ist tot. Tötet sie alle. Ich hätte ihn töten sollen. Aber er war unbewaffnet, ich konnte es nicht. Das musst du auch nicht. Es tut mir so leid, dass ich dich hier reingezogen habe. Ich dachte, ich könnte mithalten. Sie kommen. Wir sind umstellt. Diesmal passe ich auf dich auf. Er stirbt. Wir haben nicht viel Zeit. Ah. Man spielt damit, dass Lara seinen Freund verliert. Ihren Freund verliert. Und im ersten Teil, 2013, spielte man ja damit, dass Lara alle verliert. Was sie auch getan hat eigentlich, außer Jonah, Sam, noch dieser Dunkelhäutige. Es gibt Leute, die meine Arbeit hier einfach nicht verstehen. Vielleicht macht sie ihnen sogar Angst. Aber Angst und Dummheit kümmern mich nicht. Und so solltest du es auch halten. Ich werde dir bald alles erklären, mein Mädchen. Die Leute, die Angst hatten, war das Trinity? Du hast es mir nie erzählt. Es war Trinity. Spielt es auch keine Rolle. Sie haben den Weg zu mir gefunden. Jetzt muss ich mich mit ihnen auseinandersetzen. Und das wurde ja auch dann im Kinofilm gut rübergebracht, dass es da schon Trinity gab. In den Film übrigens besser als die alten. Verstanden. Zentrale, wir sind in Position und haben sich. Verdammt,
die jetzt die Treppe runter oder nicht? Wenn man einmal drin ist, dann ist es ganz leicht. Wegschießen, Lever! Wegschießen! Oh. Nein, die macht's wieder nicht. Kann ich mir auch noch so grob erinnern. Eigentlich müssten sie jetzt das Eis aufbrechen. Die Giftpfeile wirklich nie benutzt. Ich dachte mir vor 4 Jahren wohl, Gift, was ist denn das schon? Lieber verbrennen. Scheiße, sie ist weg. 3 Stück noch. Kann ich mir hier einziehen? Nirgendwo ist auch eine Deckung. Oh, noch einer. Weil die 3 auf dem Haufen standen. Ja, zusammen. Ich laufe immer in die Richtung, wo ich bin. Das war der letzte von ihnen. Ich muss zurück zu Jonah. Ja.
Oh Gott, nein. Jonah ist aber nicht tot. Lara. Ich bin hier. Lara. Zeigst du mir einmal deine... Nein, nicht bewegen. Wenn ich das hier nicht überlebe... Sag sowas nicht. Nein, hör nur zu. Gib dir nicht selbst die Schuld dafür. Wir alle treffen eigene Entscheidungen. Sein Ende ist nah. Nein, er darf nicht sterben. Wir können ihm helfen. Wie? Er muss sofort ins Observatorium, zu Jacob. Jacob ist nämlich der Unsterbliche. Der aktuelle Prophet. Seelenessenzübertragung und so. Und er kann auch andere heilen.